Freunde des Klemmbausteins, heute wird's trotz guter Klemmkraft schlüpfrig. Ich habe mir nämlich einen Noppenstein gekauft. Okay, offiziell wird dieses Set als Erotik-Shop betitelt, allerdings mit einem Etablissement in der oberen Etage. Standesgemäß wollen wir da auch etwas Rotlichtmilieu schaffen. Ja, sieht das doch Ganze schon viel authentischer aus. Ja, das Modell ist von Modprix, kommt in einer schicken oder auch weniger schicken Tüte mit PDF-Anleitung und hat mich gleich in zwei Dingen doch überrascht. Ich hatte vor einiger Zeit, weit bevor Modprix durch Blueprix übernommen wurde, ein Modprix-Sets gekauft und gebaut, und zwar die Kaffee-to-go-Shop, und war da maßlos sowohl von der Steinequalität wie auch von der Farbtreue. Es war eher eine Metzgerei als ein gelb-grüner, bekannter Coffee-Shop. War einfach enttäuscht von dem Komplett-Set. Hier ganz anders. Hier bin ich, ja, sehr positiv überrascht von sowohl von den Steinen. Ich gehe mal davon aus, dass der Blueprix ist, werden es Xingbao-Steine sein. Gut, die fließen, naja, kann man mal drüber hinwegschauen. Allerdings, das Set kostet auch nur 12 Euro und da gibt's nichts zu meckern. Am meisten begeistert hat mich aber wirklich das Design dieses kleinen Häuschens mit seinen witzigen Details, alles gebrickt, keine Aufkleber, aber auch natürlich keine Drucke. Auch gar nicht nötig, denn das hier ist meiner Meinung nach mit so viel Liebe designt worden. Ja, es ist einfach ein kleines Schmuckstück geworden. Man muss auch immer wieder schmunzeln, wenn man sieht, was man aus Klemmbausteinen alles so dann doch bauen kann. Und wenn man sich die Auslage des Erotik-Shops und auch das Innenleben, ich drehe das Häuschen mal um, anschaut, ja, witzig, einfach witzig. Das kleine Gebäude ist prinzipiell im Minifigurenmaßstab, allerdings so einige Details, die man dann im Innern entdeckt, naja, passen vielleicht dann doch nicht zu der Minifigur, zumal es auch natürlich nur seriöse Minifiguren, zumindest die Original-Lego-Minifiguren, gibt. Ja, schickes kleines Häuschen aus dem wahren Leben, macht sich sicherlich in jedem Bahnhofsviertel einer Klemmbausteinstadt hervorragend und ist doch auch endlich einmal etwas anderes als die 10. Polizei- oder Feuerwehrwache. 267 Teile, die dank der doch ganz guten Anleitung sehr einfach und auch schnell zusammengebaut sind. Für 12 Euro auch ein, meiner Meinung nach, No-Brainer, und deshalb bekommt dieses kleine, nette Set von mir 2 Daumen nach oben und einen garantierten Platz in meinem Regal. Wir sehen uns. Da gibt's auch Handschellen. Ist es vielleicht dann doch eine Polizeistation? Da muss ich nochmal nachschauen.